Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Soul Silver. Im letzten Part waren wir im Radioturm ein weiteres Mal und haben dort weitergemacht. Und jetzt sollen wir wohl in das Kaufhaus gehen, weil dort wohl der Intendant gefangen gehalten wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Anscheinend hier im Untergrund? Oder war das in der Untergrundpassage? Habe ich das jetzt verwechselt? Um ehrlich zu sein, ich erinnere mich nicht mehr so ganz. Wir können ja mal beides überprüfen gehen. Entweder hier im Untergeschoss oder unten in der Dukatia-Passage. Wir werden sehen. So, erstmal hier schauen. Ist hier irgendjemand? Hallo? Kann ich jetzt hier durch? Anscheinend nicht. Ist hier noch irgendwas? Habe ich hier damals eigentlich alles gesehen? Wahrscheinlich ja, oder? Also ich meine, hier ist ja sonst nichts mehr. Deswegen war es wohl doch am anderen Ort. Und dort oben ist ja auch noch, ja, ich meine, das sieht man da ja, ist ja in der Sackgasse. Der einzige Ort, wo es weiterging, wäre oben rechts. Aber da war ja, nichts für uns. Da konnten wir ja nicht hin. Da brauchen wir wohl einen anderen Schlüssel für. Denn auch in der normalen Dukatia-Passage gibt es ja einen Ort, für den man einen Schlüssel braucht. Deswegen, schauen wir mal dort eben schnell vorbei. Wie kommen wir nochmal dahin? Von hier aus irgendwo? Genau, von hier aus, ne? Und dann schauen wir mal. Wenn ich mich recht entsinne, dann müsste das hier unten sein. Da war ja diese eine Tür, wo wir nicht rein... Oh. Wen haben wir denn da? Diese schwarz beklufteten Damen und Herren von Team Rocket scheinen ja sehr beschäftigt zu sein. Das hat mich neugierig gemacht. Sagt bloß, ihr wollt sie euch auch vorknöpfen? Oder ihr wollt nicht ohne das auch halt, ne? Ihr seid wirklich äußerst mutig. Wenn ihr so weitermacht, wird das legendäre Po... Oh, das habt ihr jetzt aber nicht gehört. Wir sehen uns wieder. Ein legendäres Pokémon? Ha. Wovon hat sie da wohl geredet? Durchaus interessant, aber naja. Die Tür ist nun entriegelt, dank des Kelleröffners. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Noch weitere Mitglieder von Team Rocket, okay. Der Intendant wird also stark bewacht, wie man hier sehen kann, okay. Verlaufen? Erzähl das deiner Mama. Sobald du mir unter die Augen kommst, bist du nur noch eins. Mein Opfer. Okay, das ist doch schon ein bisschen hart, mein Freund. Ich meine, ich bin ein Kind. Und du willst mich dennoch hier einfach umbringen, oder was? Aber mit einem Level 27 Radfratz wirst du das nicht schaffen, mein Freund. Also, nee. Da brauchst du schon eine leicht bessere Strategie als das. Aber naja, da kann man wohl nichts machen. Ja, so viel dazu. Du hältst dich wohl für ganz cool, was? Kann ich hier durch? Anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir hier lang. Der schon wieder stehen geblieben. Das vorhin diente dazu, dich zu verunsichern. Ich dachte, wenn ich dir dann folge, würde ich diesem Siegfried über den Weg laufen. Aber er lässt sich einfach nicht blicken. Na, was soll's. Ist ja egal, mit wem ich anfange. Dann räume ich dich eben zuerst aus dem Weg. Ein weiterer Kampf gegen Juan hier in dieser Untergrundpassage. Okay. Womit fängt er an? Mit einem Golbat. Okay. Da haben wir mit unserem Gaudium nicht unbedingt die besten Karten. Deswegen wechseln wir mal eben... Ich meine, ja, wobei. Ich meine, das können wir auch so machen, oder? Vielleicht mit Fliegen? Ah, das habe ich befürchtet, dass er auf Konfusstrahl gehen würde. Das ist so nervig. Ah, ich hasse das. Natürlich keine schlechte Strategie oder so, aber wahnsinnig nervig, dagegen zu spielen. Ich könnte natürlich auch direkt auswechseln, aber... Ach, come on, ernsthaft? Jetzt triff, triff, triff. Okay, so. Fliegen hat... wobei, er hat noch nicht ganz getroffen, aber wir sind zumindest schon mal hochgeflogen. Und jetzt hau ich mir so richtig eine rein. Ah, ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall ein Volltreffer, oder? Ja.
Okay, setzen wir mal hier Ruheort ein. Oh, er ruft sein Pokémon zurück. Und stattdessen kommt Magnetilo rein. Also war es gar nicht mal so schlecht, hier erstmal ein bisschen zwischenzuheilen. Und wenn er wechselt, dann würde ich sagen, wechsle ich auch mal direkt. Und zwar auf Nuddy. Da haben wir ja mit einer Feuerattacke ganz gute Karten. Oh, Donnerwelle, der Typ ist aber auch echt nervig heute. Beim letzten Mal war der gefühlt nicht so nervig, oder? Flammenwurf dürfte wohl unsere beste offensive Möglichkeit hier sein. Funken. Macht ein bisschen mehr Schaden, als ich dachte. Okay, soll jetzt kommen. Funkensprung getroffen, ich triff, ich triff. Ja, ich schon getroffen. So, komm, jetzt versuch dein Bestes. Triff, triff, triff. Das dürfte eigentlich ein One-Hit-KO sein, oder? Ich meine, da ist Stab drauf und der hat auch nicht die höchste Spezialverteidigung. Na gut, war ein Volltreffer. Deswegen ist nicht unbedingt aussagekräftig, aber naja. Alpollo. Gegen Alpollo sollten wir vielleicht mal mit Knirscher vorgehen. Ich meine, da haben wir zumindest eine sehr effektive Attacke, die diesem Alpollo sicherlich einiges... ach, come on! Er kann jedes seiner Pokémon irgendwie Donnerwelle, Konfusstrahl und Irrlicht und noch irgendeinen anderen Kram, oder wie ist? Oh, gleich kommt er hier bestimmt noch mit Schambolzen daher und so einem Kram. Anziehung und noch anderer Kram, keine Ahnung. Oh. Jetzt triff, 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 triff. Ernsthaft? Ja, da muss ich jetzt heilen, oder? Oh, dieser verdammte Juan regt mich heute so wahnsinnig auf. Das Ding ist halt auch, Spukball, ne? Macht eine Menge Schaden. Also die Heilung hat jetzt überhaupt nichts gebracht, ne? Reicht das aus? Ich glaube ja. Das lief ja mal wieder ganz super. Aber so ist das, wenn man halt zweimal verwirrt wird. Also nicht zweimal verwirrt wird, sondern zweimal von der Verwirrung getroffen. Oh, der geht auf Fluch, verdammt. Das ist natürlich blöd, weil ich Fliegen eingesetzt habe. Das heißt, ich nehme auf jeden Fall zweimal Schaden von dem Fluch. Und Fluch macht halt auch echt jede Menge Schaden. Ne? Wenigstens war er nicht schlau genug, um zu wechseln. Von daher dürfte der jetzt down sein. Und wir müssen auf jeden Fall wechseln, weil wie gesagt, Fluch macht jede Menge Schaden. Wie viel Schaden macht das überhaupt? 29 KP. Sneebel. Da haben wir eigentlich ganz gute Karten mit unserem Mr. Columbo. Einfach schön einen Doppelkick einsetzen und der dürfte auch schon so gut wie down sein. Hat er gegen eine doppelte Schwäche, wenn ich mich recht entsinne, oder? Schauen wir mal. Oh, Finte. Okay, okay, okay. Dürfte aber nicht so viel Schaden machen, oder? Was zum... Das war kein Volltreffer. Ich dachte, das wäre ein Volltreffer. Deswegen hat so viel Schaden gemacht. Aber nee, überhaupt nicht. Was zum Teufel? Okay. Zwei Pokémon hat er noch. Als nächstes kommt dann Meganie. Ich sollte vielleicht die Chance jetzt hier nutzen und dann... warte mal, vielleicht fangen wir einfach mal mit einer Hypnose an und dann gehe ich auf einen Trank und dann auf Ruheort. Das ist, glaube ich, gar nicht mal die dümmste Idee, die man hier haben kann. Supertrank und damit auf Nuddy. So, genau. Der schläft immer noch tief und fest. Das ist schon mal ganz gut. Da kann ich ja auch direkt noch auf einen Paraheiler gehen. Und damit wäre die Paralyse auch schon aufgehoben. Und Meganie schläft immer noch tief und fest. Dann gehen wir mal hier auf Ruheort. Lass dir ruhig Zeit.
Ich kann hier jeden Zug ganz gut gebrauchen. So. Und jetzt fliegen wir. Aufgewacht, okay. Giftpuder. Ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Weil jede Runde Schaden zu nehmen ist echt nicht das Beste, aber wir werden sehen. Reflektor ist weg. Das heißt, wir werden jetzt hier jede Menge Schaden machen. So viel dazu. Ich nehme meine Aussage direkt wieder zurück. Ja, das ist echt kaum Schaden, ne? Dann wechseln wir mal auf Nuddy. Mit einer speziellen Attacke dürften wir hier auf jeden Fall jede Menge Schaden machen. Blättertanz ist eine sehr, sehr starke Attacke, aber auch nicht sehr effektiv. Deswegen relativ irrelevant für uns. Ein weiterer Blättertanz, okay. Gleich schon down hier, aber egal, egal, egal. Das ist hoffentlich ein One-Hit, oder? Ich meine, wir sind noch nicht entwickelt, deswegen... Oh nein. Aber verbrannt. Der physische Angriff ist halbiert. Das Blättertanz ist doch physisch, oder? Ich meine, ja. Werden wir jetzt wohl sehen. Nein, ist es nicht! Fuck, was jetzt? Ja komm, gehen wir wieder zurück auf Gaudium. Und der wird ja wohl eh durch... Ja, wobei, komm, gehen wir auf Bodycheck. Bodycheck. Ein weiterer Blättertanz. Wie viel Schaden macht das? Und down! Ein Pokémon hat er noch, aber keine Ahnung, welches das Pokémon ist. Reflektor funktioniert nicht mehr, Gift verletzt mich. Okay, okay, okay. Ach so, ja, das Golbat. Stimmt. Hatte ich komplett schon wieder vergessen. Okay. Das dürfte ja auch schon ziemlich angeschlagen sein, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Genau, genau, genau. Hey, Moment. Musst du gleich so aufbrausend werden? Bist du nicht derjenige, der hier immer so einen auf dicke Hose macht, sag mal? Und jetzt hier kopflos und down. Juan wäre ein weiteres Mal besiegt. Level 33 für Mr. Columbo. Wie ist das möglich? Wie konnte ich nur verlieren? Ich hatte doch alle starken Pokémon und ich habe mich nicht zurückgehalten. Wie kann das sein? Ich verstehe das nicht. Es ist genau wie dieser Siegfried sagte. Ich behandle die Pokémon nicht richtig. Liebe, Vertrauen. Das ist es wohl, was mir zum Sieg fehlt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber das ist noch nicht das Ende. Mein Traum, der allerbeste Trainer zu werden, verdirbt mir das nicht. Damit wäre dieser Typ wieder weg, aber wir müssen auf jeden Fall direkt mal hier heilen gehen, denn... Ja, unser Team ist dank Juan sehr, 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 sehr stark angeschlagen. Deswegen begeben wir uns mal eben schnell in das Pokémon Center hier und nehmen mit, was geht. Eine volle Heilung hier. Geht sicherlich aufs Haus. So, und dann müssten wir noch eben den Intendanten befreien. Und ich glaube, auch im heutigen Part werden wir wahrscheinlich nicht den Turm abschließen. Es sind einfach so wahnsinnig viele Trainer hier unterwegs, ne? Also, deutlich mehr, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Vor allem der Kampf gegen Juan hat jetzt echt einen Großteil des Partes für sich beansprucht, ne? Naja. Ich hoffe mal, hier wird jetzt sicher allzu viel auf uns zukommen in diesem Versteck hier. Der will auf jeden Fall auch noch kämpfen. Öffnet sich eine Tür, schließt sich eine andere. Ob du den Weg findest, wird sich zeigen. Na, wenn du meinst, werter Herr Rocket Rüpel mit einem Slimog, oh. Also war doch ganz gut, dass ich mal eben heilen gegangen bin.
Gehen wir mal auf Fliegen, einfach damit wir keinen großen Rückstoßschaden nehmen. Vielleicht dann den zweiten Angriff mit Bodycheck. Insofern ich überhaupt treffe, denn der Fluchtwert von ihm... Ach nee, ach, oh nein. Ich hasse solche Attacken. Ja komm, dann gehen wir auf Bodycheck, damit das hier nicht ewig dauert. Weil wenn ich nur jede zweite Runde mal angreifen kann, dann wird sich das hier noch mehr in die Länge ziehen. Ja, also... Keine Ahnung, was ich da noch groß zu sagen soll. Ist halt blöd, ne? Und er macht immer und immer weiter, deswegen, ja. Es kann sein, dass dieser Kampf sich noch ein bisschen in die Länge ziehen wird. Ach, und jetzt darf ich auch gar nicht mehr Bodycheck einsetzen. Ja, super. Dadurch zieht sich das automatisch noch ein bisschen länger in die Länge hier. Ja, vielen Dank. Ja. Oh, Treffer, 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 Treffer. Wird aber wohl nicht reichen, oder? Ja, nee. Okay, 6-mal Komprimator hat er jetzt, glaube ich, eingesetzt. Wir haben also das Maximum erreicht, wenn ich mich nicht irre. Wird aber dennoch eine Weile dauern, bis ich das Ding besiegt habe. Oder auch nicht. Wir haben anscheinend hier jede Menge Glück. Mann, Mann, Mann. Das hätte ein sehr, sehr langer Kampf werden können. Zum Glück aber nicht. Nach wie vor keine neue Attacke hier. Smogon, da wechsle ich mal eben. Auf Nadi, die kann ja die Erfahrung ganz gut gebrauchen. Und dann hauen wir immer mit einem Flammenwurf so richtig einen rein. So, was hast du noch so zu bieten, sag mal? Ein weiteres Smogon? Ah, ein Radfratz. Radfratz. Davon haben wir mittlerweile schon so wahnsinnig viele gesehen. Das regt mich so langsam ein bisschen auf. So, komm und down, oder? Mal schauen. Jupp. Radfratz wäre besiegt. Okay. Haben wir jetzt noch weitere Trainer hier, oder wie ist? Verflixt. Jetzt habe ich mich irgendwas. Okay, ach, das geht auch. Das sind noch mehr Trainer. Was passiert jetzt, wenn ich hier drauf gehe? Hä? Warum sind diese Plattformen überhaupt da? Da sind doch auch offensichtlich noch ein paar Schalter. Ach so, ah. Ich verstehe, okay. Kämpfen erstmal gegen diesen Typen hier. Aber ich finde jetzt, hier werden schon so ein bisschen diese ganzen Team Rocket-Rüpel gespammt, oder? Das hätte man sich doch vielleicht etwas schenken können. Gleich rumpelt's in der Kiste. Gib mir all deine Items. Was ist das denn für einer? Deep? Pit? Ernsthaft? Was macht der denn hier? Ist das ein Mitglied von Team Rocket oder ist er einfach nur just for fun hier? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Weil mir ist das auch gerade schon aufgefallen, dass er so einen leicht anderen Sprite hatte, aber ich dachte, der sieht einfach so von der Seite so aus, aber nee. Anscheinend nicht. Also ich habe halt den Typen links gesehen und der sah halt ein bisschen anders aus. Ah nein! Ach Mann! Warum denn immer dieser Scheiß hier? Die Hälfte meiner KP deswegen verloren. Wegen diesem blöden Finale, ne? Wenigstens nicht Explosionen, was nochmal deutlich stärker ist, aber dennoch. Gut, und komm, fliegen wir mal hoch. Kannst du jetzt nicht einfach mal jetzt Finale einsetzen? Oh, danke. Ich glaube, man muss einfach nur fragen. Vielleicht geht's ja so. Gut, das war leicht verdiente Erfahrung für uns. Magma, okay. Ich hätte vielleicht wechseln sollen, jetzt wo ich so darüber... Ach, konnte ich gar nicht, ne? Genau. Und wahrscheinlich nicht down, oder? Ah, doch. Verbrannt. Ich hasse es, wenn ich verbrannt werde oder paralysiert werde oder verwirrt werde oder irgendwas. Jetzt hast du mich überrumpelt.
Gut, da packen wir mal ein anderes Pokémon an die Spitze hier. So. Das Item können wir auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Ein Rauchball, okay. Wo soll ich denn überhaupt hin? Achso, ne, das war so nicht geplant. Gehen wir jetzt hier so lang und kämpfen mal gegen den Typen hier. Ein weiterer Dieb anscheinend. Sie haben den Bau abgebrochen, noch ehe sie fertig waren. Nun wühle ich mich durch die Überreste. Wovon redet er da? Hä? Wovon redet er da? Dieb Kalle? Wovon redest du, mein Freund? Hat Fukano Feuerfänger? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht so genau, aber wir haben ja auch noch den Gegenstoß hier. Vielleicht macht das ja genügend Schaden, um den mit zwei Treffern zu besiegen? Oh, da habe ich mich so ein bisschen getäuscht. Aber er erleichtert mir hier so ein bisschen das Wechseln. Deswegen, ja, vielen Dank dafür. Gehen wir mal auf Kopfnuss. Volltreffer und Down. Okay, hätte aber auch, glaube ich, so gereicht, oder? Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube schon. Dann besiegen wir auch mal eben das Smogon noch mit Mr. Columbo und dann kommt auch gleich schon der anscheinend letzte Trainer für diesen Bereich hier. Keine Ahnung, ob danach noch irgendwas kommt. Das Ding ist halt, der Part wird jetzt so langsam wieder etwas lang. Deswegen hoffe ich mal, dass hier gleich Ende sein wird. Alles andere wäre ein bisschen blöd. Gut, dann müssen wir noch irgendwie nach dort oben kommen. So, und kämpfen wir gegen den hier. Der war da irgendwie so schwer zu erreichen. Jetzt siehst du alt aus, weil du den Türmechanismus nicht kennst, was? Wenn du mich besiegst, gebe ich dir einen Tipp. Aber ich wollte zu dir. Genau deswegen habe ich diesen Schalter betätigt. Aber okay, wenn du meinst, dann ja. Gut, ja gut, können wir einfach mal hier auf Flammenwurf gehen. Ich hoffe mal, der wird jetzt hier nicht irgendwie Finale einsetzen, bevor der besiegt ist. Das wäre ein bisschen blöd. Aber wir werden sehen. Vielleicht ist es ja auch einfach ein One-Hit. Es ist ein One-Hit, okay. Oh, das ist eine Menge Erfahrung für so ein leichtes Smogon. Und da kommt auch direkt ein Slimog auf uns zu. Okay, okay, okay. Ich denke nicht, dass wir das mit einem Schlag besiegen können, oder? Bei weitem nicht. Spezialverteidigung ist anscheinend hoch genug. Genauigkeit sinkt. Ja, jetzt geht das hier wieder los, oder was? Verbrenn ihn, 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 verbrenn ihn. Oh, oder Volltreffer geht natürlich auch. Das geht natürlich auch. Danke, 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 danke. Das war sogar noch besser. Vielen Dank. So. Ach, das war schon. Okay. Ich hab's vermasselt. Okay. Ich brauche gar keinen Tipp. Ich will einfach nur durch diese verdammte... Moment, wie komme ich denn dort überhaupt? Ach, ich muss hier unten lang, ne? Genau. So, und dann noch die grüne Tür auf. Und jetzt die rote auf. So. Noch ein Kampf? Hast du dich verirrt? Nein, das kann eigentlich gar nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick, aber das macht nichts. Ich bringe dir schon bei, was wahre Angst ist. Das wage ich zu bezweifeln. Gegen wen kämpfen wir überhaupt? Einfach nur ein normaler Team Rocket-Rüpel? Ernsthaft? Gegen dieses Duflor hat Nadi auf jeden Fall die besten Chancen hier mit einem schönen Flammenwurf. Einfach mal schön einen One-Hit, oder? Das schaffst du doch wohl. Okay, sehr gut. Was kommt als nächstes? Ein weiteres Duflor, okay. Das ist relativ leichte Erfahrung für Nadi. Das finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und ich denke, jetzt dürfte auch schon der Intendant kommen, oder? Ansonsten wäre es ein bisschen blöd. Weil, wie gesagt, der Part wird so langsam ziemlich lang. Der Rocket Rüpel wäre besiegt. Okay. So, was haben wir jetzt hier?
Geht das jetzt hier ernsthaft noch weiter? Okay, ich sehe, da kommen noch jede Menge weitere Team Rocket Trainer. Und wie gesagt, der Part wird wieder etwas lang. Deswegen werden wir im nächsten Part hier in diesem Team Rocket Versteck oder wie auch immer man es nennen mag, weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch wäre wie immer sehr nett. Und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Soul Silver.